und auch nichts zu finden. Und wir sind an diesem Punkt, wo ich mich vorher gewundert habe, so, hier ist ja nichts. So, soll ich durchgehen und dir ein Portal öffnen? Ich komme, ich bin doch so gut wie da, ich bin doch gleich bei dir. Siehst du mich okay, nicht? Ich bin 5 Meter von dir entfernt. Auf der Minimap warst du gerade ganz da unten und standest da rum. Ach, jetzt kommt auch im Ladebildschirm der Tipp. Press M to toggle the Minimap and use, Klammer auf, Klammer zu, Keys to zoom in and out. Ah, den habe ich bestimmt schon 100 Mal gesehen, diesen das Ding, aber ich vergesse sowas immer wieder. Und ich will auch so eine Rüstung, wo Rauch hinten rauskommt und so, wie der Kerl. Rauch? Ja, in dem Ladebildschirm ist doch immer dieser... Achso, ja, ja, das ist ja der Alchemist. Da ist halt der Alchemist. Vielleicht, wenn wir ihn getötet haben, dann kriegen wir das Ding. Ach, Mobile Sentries natürlich. Klar, da hatten sie auch Massenfertigung von, ne? Sind halt hochindustrialisiert gewesen. Ich muss meine alte Rüstung wieder anziehen, weil die einfach viel mehr Rüstung hat. Okay. So, wenn ich jetzt auf einmal von Brustrüstungsteil von irgendwie 50 auf 20 runtergehe, bringt aber nichts, dann krieg ich zu viel Schaden. Ah, dafür bin ich zu sehr der Tank hier in unserer Runde. Ja, du bist unser Tank. Vor allem bei den Viechern. Ja, aber der hat so ein Reflecting Shield. Ja, jetzt nicht mehr. Du siehst ja, wenn das Ding an ist. Meine ich. Was, woran erkenne ich das denn? Dass dann wirklich so ein wabender Schild drumherum ist. Warte, jetzt. Ah. Und dann reflektiert das tatsächlich. Ach da, ja. War bei den anderen vorhin aber nicht so. Doch. Ach, wahrscheinlich wird irgendwie ein grafischer Effekt nicht gezeigt. Klar, bei mir, weil das Spiel wahrscheinlich zu hohe Ressourcen braucht. Ja, bei deinem Rechner, der wahrscheinlich, glaube ich, ein gutes Stückchen besser ist als meiner. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, so, dann mache ich mir aber langsam Sorgen. Da investiert man einmal und dann reicht es immer noch nicht. Ne? Wobei, zum Glück geht das ja zurzeit nicht mehr so schnell wie vor ein paar Jahren mit dem Sprüngen in der Technik. Ja, das geht tatsächlich. Das ist aber auch... Wobei einfach, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Spiele eine große Zeit lang keine gewaltigen Sprünge gemacht haben. Da kann man... Das kann man jetzt nehmen, wie man will. Also, wenn man es gut findet, dann sollte man den Konsolen danken. Dass halt jeglicher Scheiß mindestens Multiplattform sein musste. Wenn nicht mit Monster-Plattform. Ja, stimmt. Aber das sieht man halt jetzt so, wenn man Sachen sieht wie Star Citizen oder so, was zig Generationen schon mal wieder weiter aussieht, wo denn eigentlich die PC-Spiele mittlerweile sein sollten. Was aber nicht sind. Das sagt mir gar nichts, das Game. Star Citizen, Chris Taylor? Chris Taylor? Ah, peinlich, dass ich den Namen nicht weiß, aber Wing Commander hat er gemacht und so war. Also... Weltraum, Action Simulation Spiele, ne? Ja. Bin ich ja großer Fan von. Ist er halt ein Urgestein, Veteran, kleine Ikone. Und der brachte über Kickstarter, ich glaube, da in den ersten 2 Tagen hat er sein Minimum gefüllt und danach das 10-fache, glaube ich, am Ende rausgeholt. Hat er mal so ein richtiges Weltraumspiel wieder angekündigt. Und auch wenn ich sowas sehe wie richtiges Weltraumspiel auch X-Reihe. Da jetzt Revolution X Revolution, bin mir sicher, ob das so heißt, Revolution oder Revelation. Das sieht auch nochmal ganz normal anders aus. Da siehst du sowas, das geht halt auf Konsolen einfach gar nicht. Und ja, das wäre mal wieder was Schönes. Die nächste Next Gen oder andere Kacke. Ja, hoffe ich auch. Also. Nächste Konsolen kommen jetzt ja auch. Ja, ja, wurden angekündigt, aber ganz ehrlich, ich bleib bei der Meinung, die Zeit der Konsolen wird vorbeigehen. Ja, aber allein wenn du dir die Wii anguckst, ne, das ist ja wohl lachhaft, ey. Was die da jetzt mitgemacht haben, hast du die Starter-Titel gesehen? Nee, nee. Wii habe ich so gar kein Interesse dran, deswegen verfolge ich so gar keine News. Ja, ich bin von klein auf ein großer Nintendo-Fan halt gewesen.
Ja, war ich halt nie wirklich. Und also ich hab immer nur. Und dann gucke ich mir das schon ganz gerne an, dass ich das nicht, ja, mehr klar, dass ich das nicht mehr spiele. Das ist eine andere Sache. Weil also ganz einfach Zukunft. Nee, Nintendo hat viel, viel verloren, nachdem die sich das mit Square Enix damals zerschlagen haben. Ja, da ist was dran. Das hätten sie vorher halten sollen. Da haben sie die geilsten Titel, waren von Square Enix auf dem Super Nintendo. So, da hinten ist schon das Tor durch, aber da ist noch mit warten. Wir haben hier noch kleine Stückchen, ja, der Karte. Diese Nervensägen mit ihrem Ranholen. So, da hinten ist noch eine Ecke. Die erkunden wir auch. Ja, nee, also da würde ich ehrlich gesagt sagen, da haben eher solche Halbwegsrechner, sowas wie Steambox, wenn tatsächlich rauskommt, mehr Zukunft. Auch wenn das die erste Generation sicherlich mehr oder weniger eine Prototyp-Geschichte bleiben wird. Stimmt, sowas habe ich auch gesehen. Von Nvidia, ja. Von Nvidia kommt auch so ein Handheld raus. Ja, genau, es Shield, so Streaming-Dienste werden wahrscheinlich auch noch ausgebaut werden. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, vor allem wenn man bedenkt, ne, wir befinden uns in Deutschland, damit ein Internet- und Unterhaltungselektronik-Entwicklungsland. Ja. Und ja, also 4 Punkte habe ich jetzt schon mal angesammelt, mit denen ich gerade nicht weiß, was ich mit dem machen will. Ach Gott. So, ich sollte mal Sachen wieder rüberpacken. Bla. Nee. Will ich Set-Gegenstände behalten. Auch weg, 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 auch weg. So. Und Portal. Die könnten uns echt mal einen Waypoint langsam geben. Ich bedenke, dass wir den Scheiß hier bisher hinterherlatschen müssen. Okay, die Dinger sind noch kaputt. Ich glaube, das bleibt nicht so lange so. Schade, ich hätte ganz gerne Artillerieunterstützung. Okay, hier haben wir ein großes Tor und das ist ein Golden Chest. Ich traue dem Ganzen hier nicht. Ah! Ha. Okay, das ist die Boss-Chest. Der Siege Guardian. Was eigentlich der Guardian auf Mana ist. Enslave Guardian, Mana Guardian. Steht sogar dabei. Rocket Attack, Dash Attack. Mage Attacks natürlich. Oh, den Siege Turret kann man nicht zerstören. Kann man nicht zerstören? Blockt er tatsächlich alles? Tatsächlich. Er scheint alles zu blocken. Das ist ja mal scheiße. Wir sollten den Kampf weiter nach unten. Die sind nämlich langsam verlagern. Ja. Und der andere kommt ja schon hinterher gesprungen. Okay, und nach diesem Kampf kannst du mir tatsächlich mal Mana-Tränke geben, die du nicht brauchst. Am besten das Größte, was du hast. Weil dann sind hier meine Mana-Ressourcen einfach alle. Ich klöppel hier nicht Trank nach Trank weg. Au. Ja, so ein bisschen Braucher, ne? Ach ja, so ein bisschen. Au. Also, ich bin tot. Ja, ja, bei mir hat er auch gerade ziemlichen Schaden gemacht. Mich hat er einfach so umgehauen. Au, was kommt denn jetzt hier noch raus? Du bist wieder da? Ja. Ich glaube, er kriegt mehr oder weniger auch langsam noch bessere Zauber dazu. So, ich weiß, hat er ja die ganze Zeit schon 5? Ah! Ich will auch nicht meinen scheiß Charakterfeld öffnen. 5? Nee, 5. Ah! Ich bin tot. Ah! Wovon das denn jetzt? Keine Ahnung, durch welchen Zauber. So, ich komme wieder. Oh Mann! Auf einmal, auch meine ganze Lebensleiste war ausgegraut. Gefährlich. Was für Feuerdinger?
Er schießt manchmal so Feuerdinger aus seiner Lanze. Die sind richtig gefährlich. Die machen bisher am meisten Schaden, den ich erkennen konnte. Okay. Weil meine ganze Lebensleiste war einfach nur ausgegraut. Einfach immer nur kurz stehen bleiben, weiterlaufen, draufschlagen, weiterlaufen. Oh, und wenn er den Bohrer macht, sollte man auch nicht da drin stehen. Ja, das glaube ich. Und ich bin jetzt etwas großzügiger mit meinen, Insufficient Mana, Insufficient Mana. Oh, was war das denn jetzt? Bist wieder tot. Nee. Aber ich weiß jetzt, diesmal wusste ich nicht, was mir die Hälfte des Lebens abgezogen hat. So, da haben wir jetzt Guardian auf Mana. Uchi mit dicken Brüsten und vier Füßen. Also für Fußfetische. Geil! Naja, hast du überhaupt was Gutes für mich? Das Ding ist ein Stab, vielleicht kann ich den ja hochbauen. Also, her damit. Jetzt will ich hier erstmal nach Kisten suchen. Da, Boss-Chest. Und was habe ich gesagt? Diese Türme werden noch zu Leben erweckt. Das Tor ist dicht. Ja, dann wollen wir hier mal durch, ja? Ich habe aber erstmal geheimnisvolle Sandalen gefunden. Geheimnisvolle Sandalen? Man ist sich nicht sicher, wonach sie wirklich riechen. Aber sie riechen ekelhaft. Okay, diese Kappe finde ich gar nicht schlecht. Ich hätte hier Sandalen für dich, glaube ich. Die sind besser für dich als für mich. Lass mich mal bei den Schuhen schauen. Nee, da sammle ich gerade Asteria Set-Gegenstände. Okay, also lehne ich mal ab. Aber die hier haben Charge Rate increased by 5% und Dodge Rate und plus 2% Mana und Charge Decay Rate decreased by 60%. Ja, ach nee. Charge, da habe ich einen Passiv-Skill, den ich bei Zeiten hier hochhau. Wenn ich dann mal wieder Punkte reinsetzen kann. Ossi, dafür gibt's noch mal Ärger, dass dein Inventar immer voll ist. So, da sind wir wieder. Und wieder mit den Guardia auf R. So. Gibt ja auch irgendwann mal eine Belohnung, die ich brauchen könnte oder so. Okay, was wir gerade erfahren, der Alchemist ist abgehauen. Hat irgendwie diesen Guardian of Air übrig gelassen. Anscheinend mag er kein Geflügel. Der war gerade schon wieder hier. Yes, he could destroy the barrier between our world and the realm of the Netherrim. Okay, er will natürlich die Grenze zum Netherrim aufmachen. Und wir gehen nach Grunheim. Mhm. Ja. Also meinetwegen können wir auch gleich los. Auf nach Grunheim, oder wie es heißt. Hier, mit dem Zug natürlich. Turtle to Imperial Camp, ja. Ob damit an Akt 3 anfängt? Wahrscheinlich. Kannst vielleicht ein Video geben? Haha. Es wird, ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, es wird eins geben. Ah ja, du hast es ja schon ein bisschen weitergespielt. Nee, ich sehe gerade ein Video. Ah. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ja, ja. Wenn da gerade was kommt. Da denke ich gerade wieder dran. Okay, Audio wird kein Arsch im LP hören. Selbst ich höre das kaum. Du hast das Zug genannt, für mich ist das mehr eine Planierraupe. So, okay, ich muss mich jetzt mal so richtig dick mit Mana-Portionen eindecken. Ja, definitiv nur noch die Super-Mana-Potions.
So, da möchte ich jetzt 50 Stück einfach von haben. Scheiß auf diesen kleinen Dreck hier. So. Achso, da kann ich gleich mal mit dir handeln, das ist ganz gut. Ja. Nimm an! Jetzt könnte ich annehmen. Achso, ja, annehmen, hier. Ja, ja, die kann ich nachher dann ordentlich verbessern. Die auch. Du kriegst einfach meinen ganzen Abfall gerade. Ganzer Abfall. Naja, warum nicht? Warum nicht? Ich dachte, ich kann da auch jetzt mal aufräumen. Danke, danke. Ich hab von den Giant Health Potions hab ich 250 Stück, ist mir nämlich jetzt gerade aufgefallen. Also von den ganz großen Lebensdingern. Oh ja, soll reichen, ne? So. Aber dafür kann ich das ja hier reinstecken. Und erstmal verbessern. Erstmal den kleinen Schiss. Dann Giant Health Potion. So. Ich glaube, die Giant Health Potion, die reicht mir sogar noch ein Weilchen. Ja, tut sie. Aber davon habe ich leider nur noch eine. Das bringt mir dann natürlich weniger. Was sonst noch? Die Mana Potion. Kann ich auch gleich verbessern. Wo ist denn hier der scheiß Splash? Verdammt nochmal. Was hörst du? Ich will an meine Truhen ran. Ah. Doch, ich finde sie nicht. Ach da. Weil dann hole ich jetzt mal alle Dinger raus, die ich brauche. Ich rede mal mit Professor Stoker. Der Alchemist hat eine Stunde Vorsprung. Haven't been able to open it ourselves, but we know how, in theory. See that dwarven automaton? It's designed to open. So, einmal mein Inventar komplett mit Edelstein vollgemacht, die jetzt alle umgewandelt werden. Wie viele muss ich da immer noch reinlegen? Drei Stück? Drei, ja, ab drei. Irgendwie scheint es vielleicht auch Rezepte zu geben, die irgendwie mit vier gehen oder so. Ne, die anderen Sachen behalte ich tatsächlich noch. Ja, aber du Enchanter-Ratte, kannst hier mal was reinpacken. Ein Dual-Wielding, das ist okay. Can we silence for one second? Ja, warum nicht? Ist auch okay.